Diese faule Sau. Wo ist die, wenn man sie braucht? Ja, Ragnar sprintet auf Fiona zu. Und, guck mal ganz kurz, was ich heilkunde Wunden habe. Ja, ne? Wir müssen irgendwie einen anderen Weg finden. Kann ich sie provisorisch irgendwie so vom Ausbluten abhalten, indem ich wieder irgendwie meinen Ärmel abreiße oder so und da behelfsmäßig drum verbinde? Ja, Regeln zum Heilkunde Wunden. Sie ist jetzt bei 0 LEP. Wie sieht das aus? Das gibt keine Erschwernis, soweit ich weiß. Na, wie viele Wunden hat sie? Ich habe offiziell eine Wunde, glaube ich. Die Alles neu klar. Wir haben bekommen aber wir letztes Mal jetzt. die komischen Viecher zugekleistert. Genau, also Letztes Mal habe ich der bei den Wunden, Schaden war habe ja ich noch keine. da, aber dein Bein Ja. ist von dem Eichenharz versiegelt. Also Ja, ich habe dann. im Prinzip keine regeltechnische Wunde mehr. Deswegen ist halt dann keine Erschwernis für dich. Die Erschwernis wäre nur, wenn ich Wunden hätte. Aber da ich die LEP quasi alle langsam verloren habe, habe ich keine regeltechnische Wunde, also hast du auch keine Erschwernis darauf. Die wäre Keine nur, wenn ich einzige. bei minus 0 wäre, also bei minus 1, minus 2, hättest du immer die doppelte Ja, Erschwernis pro genau. Punkt. Aber da ich noch bei 0 bin, hast du gar keine Erschwernis Ja, gehabt. Ist natürlich beziehungsweise die Frage, solltest. du stirbst jetzt ja nach und nach. Das heißt, deine LEP wandern weiter nach unten. Da ist jetzt die Frage, wie schnell Ragnar ist. Dann würfel mal eine Athletikprobe. Oh nee, davor fürchte ich mich. Ja, kannst auch Körperbeherrschungsprobe ausweichen, aber ansonsten, ja, je nachdem, wie schnell du bist, könntest du dann früher oder später bei ihr da sein. Äh, Ich verblute hier Körperbeherrschung offiziell nicht. ausweichen. Also ich kann damit drauf würfeln, ja. Dann sieht das doch gar nicht so schlecht aus. Akrobatik. Nee, das ist Körperbeherrschung. Körperbeherrschung. Ist aber zum Schnellrennen. Ja, dann wird sie wohl sowas sein wie bei minus 1 oder minus 2 NDP. Wie gesagt, Plus-Minus-Punkt hast du quasi eine 2er-Erschwernis. Also bei minus 1 wäre es ein 2er, bei minus 2 ein 4er. Also ich könnte es natürlich selbst versuchen, aber ich glaube, dann stirbst du. Je länger du wartest, desto mehr verreck ich sowieso, also. Ich könnte es natürlich versuchen, ne? Aber. Ja gut, also. Wo Ich ist wüsste. Jasper, wenn man ihn braucht? Echt so. Ach komm, was soll der Geiz? Ist ja nur dein Leben, was ich hier gerade verspiele. Ich möchte im Hintergrund den Pfad nach unten, diese Treppe, öffnen. Man hört ja da Ja. wahrscheinlich so ein Knarzen vom Holz. Und natürlich, wenn unten Leute stehen, hier bekommst du natürlich auch mit, dass sich da wieder diese Treppenöffnung auftut. Ich würde zu Ephadaios hochrufen, ich würde so Fiona nehmen, dass sie quasi auf meinem Rücken liegt. Und dann würde ich zu Ephadaios hochrufen, mach hier auf, wo ich stehe. Dann fällt im schlimmsten Fall Fiona nur auf mich. Und dann sind wir unten. Du möchtest in den Hohlraum des Decks drunter Nee, quasi nee, fallen. ich möchte quasi runterfallen, dass ich dann in der Klaschembe bin. Aber das sind ja sicher trotzdem 3, 4 Meter, oder? Ja, dann nehme ich den Schaden. Die Frage ist halt, ob Fiona dabei Schaden kriegt. Du kannst Ja, den tragen Schaden wir für doch ein bisschen Fiona rum, kein kriegen. Problem. Das ist okay. Also wenn Ephadarius jetzt aufmachen möchte, ja, einfach. Kann ich mir vorstellen, dass ich sie irgendwie so quasi, dass ich den Fall mit meinem Körper dämpfen kann? Genau. Also, das würde funktionieren, ja? Genau, dann legst du dich auf den Boden, rollst ihren Körper auf dich und dann knallt ihr gemeinsam nach unten. Du bekommst dann die vollen 3W6 minus 3, ohne dass du das noch irgendwie abfangen kannst. Aber Alles klar. das würde ich als Idee, würde ich das zulassen. Finde ich gut. Wunderbar. Ja, dann Okay, ja, machen wir das los. so. Muss Dann auch öffnet dazu sich unter sagen, dir. du siehst ja auch nicht, wie schlecht es ihr geht. Ich meine, sie hat keine richtig krasse Wunde. Also, jetzt mal Iti Aber ich gesehen, sehe ja, sieht wie. der. Ja, du bist wahrscheinlich irgendwie Ja, auf du den Kopf bist. gefallen und blutest Also gerade aus. aktuell, Runtergefallen, aktuell bin bist du blass, tot. aber. Ja. Also, was heißt tot? Du Aktuell bist blutest sterbend. du gerade Entschuldigung. aus. Du blutest Genau. gerade aus. Du hast dir irgendwo eine Wunde geholt und da fließt gerade sehr viel Blut. Ja, sterbt. Boden Also, der bist du Boden noch unter euch tut sich auf. Die Treppe versiegel ich dann wieder. nicht. Ja, aus dem Inneren konnte man noch sowas hören wie: Formation! Das Tor geht wieder auf! Und gerade wollte wohl irgendjemand nach oben rennen, da versiegelt sich das Ganze schon wieder. Und ja genau, Jagold schaut sehr vorwurfsvoll zu Jarlan. Schüttelt nur den Oh, Kopf. natürlich. Auf die Beine. Wer ist da? Es ist schon wieder zu. Was macht ihr da oben? Die beiden jetzt runtergekommen, oder? Ja, die beiden krachen jetzt. Das heißt, du kannst es auch hören. Da stehst du ja neben der Klaschembe. Die anderen haben sich wohl gerade irgendwie hingesetzt und essen Zwieback, beziehungsweise die Reste, die Ragnar noch gemacht hatte. Und dann kannst du das Krachen von irgendetwas auf Holz hören und der Tisch gibt nach. Und den erschauten Aufschrei: Oh, Senor, wo kommt ihr denn her? Man hört ein sehr lautes Knacken.
als die Rippe von Ragnar bricht bei dem Sturz, halt wohl irgendwas doch ein bisschen tiefer in seinen Körper eingedrungen zu sein. Man hört ein lautes Stöhnen. Ah! Kümmert euch um sie! Und man deutet auf Fiona. Und versucht sich dann da irgendwie zu befreien. Himmels Willen. Ein Heiler! Ein Heiler! Jetzt! Ja, Faruk läuft an. Faruk, der Seemann, der das wohl irgendwie kann. Ach, ich kümmere mich um sie. Ja, bitte. Ich setz mich nur kurz hier hin. Ach, Ragnar, wie seht ihr aus? Lass mal sehen. Ja, siehst wahrscheinlich irgendwo, dass ich da mir gerade eine Rippe gebrochen habe oder sowas. Verdammte Scheiße, das habe ich mir besser vorgestellt. Warum geht die Decke auf? Warum fallt ihr hinab? Elphadaios. Wie geht es dem? Was? Ich habe Miria hochgeschickt. Ist die angekommen? Nein. Natürlich nicht. Die Decke ist versiegelt. Wir gehen wohl bald irgendwie. Ja. Hier ist alles zu wegen diesen Schwingen. Das haben wir gesehen. Kommen wir denn von der Plagenbringer fort? Das weiß ich nicht, aber die Lederschwingen sind auf jeden Fall noch auf dem Weg. Elphadaios ist quasi am Ausguck. Der ist wahrscheinlich der Einzige, der da irgendwie was sehen kann. Er steuert das Schiff zurzeit. Dann werden wir wohl darauf vertrauen müssen, dass der Herr Elphadin in die richtige Richtung leitet. Ja. Wobei er erst versucht hat, uns durch den Strudel zu führen. Was an sich ja keine schlechte Idee ist. Aber wir haben herausgefunden, dass es hier einige Unheiligtümer gibt. Und einer davon ist dieser Strudel. Warum auch nicht? Es kann nicht einmal einfach sein, oder? Gegen die Dämonen zu kämpfen ist, glaube ich, niemals einfach. Was das wäre, könnte es vermutlich jeder. Richtig. Faruk, wie sieht sie aus? Besser. Wird sie leben? Er nickt. Gut. Ragnar, helf mir doch mal. Ich denke, wir bringen sie am besten ins Zimmer des Magiers. Ja, man humpelt mit und dann knackt es auch nochmal. Ah! Können das nicht die beiden machen? Und man deutet mal auf irgendwelche Mannschaftsleute. Ja, ich schau mal, ob jemand wach ist. Ugdan, wollt ihr wohl bitte? Ah, Senor, das ist selbstverständlich. Richtig, wir sind ein klein wenig indisponiert. Ja, Ugdan wird sich dann um Ragnar kümmern und nimmt Ragnar dann so ein bisschen unter die Schulter, klappt ihn sich so. Wird es so gehen, Senor? Ich glaube, es geht um sie. Man deutet auf, Ragnar deutet auf Fiona. Kannst du so zweifelnden Gesichtsausdruck sehen, seine Augenbrauen machen gerade so eine Welle, ganz viele Gefühle, die da gerade in ihm hochkommen. Oh, Senor, sie ist doch Wanderin. Seid ihr auch sicher, dass ich sie tragen soll? Ja, Torvaler sind groß und zäh und stark und sie wird es überlegen. Legt sie einfach auf den Tisch und schüttet ihr etwas Bier in den Kopf und dann, Senor, Torvaler Müffel. Ganz grausam. Es ist mir egal, ob sie müffelt. Und wenn sie 3 Wochen in der Kanalisation gelegen hätte, ihr nehmt ihr jetzt und wir tragen sie in das verdämliche Zimmer des Magiers. Genau, 4, Senor, 4, weil ihr auch so stark seid mit eurem kaputten Bein. Zwinkert ihr dir zu und wird sich dann Fiona von Ragnar reichen lassen. Der packt dann seine Peitsche, die macht er sich vom Gürtel ab, legt sie dann auf die Brust von Fiona und trägt sie dann, ja, wie du auch vor ein paar Minuten, Stunden getragen worden bist, wie man eben seine Frau bei der Hochzeit durch die Tür trägt. Wird dann Fiona nehmen und legt sie dann in das alanfanische Bett mit Seide. Naja, Alan murmelt noch irgendwas von wegen anderswo werden Leute für solche Kommentare aufgeknüpft. Aber nicht hier. Aber nicht hier. Da seid ihr ja. Hier seid ihr der Captain. Man nickt ihm einmal zu. Ich hoffe nicht, dass ihr so ein Captain sein wollt. Es spielt schon seit 2 Tagen keine Rolle mehr, was ich will, Ragnar. Oder was irgendjemand von uns will. Außer vielleicht das verfluchte Schiff. Wir müssen endlich hier raus. Das stimmt, ja. Aber wir müssen zumindest endlich ein wenig Ruhe finden. Und an Land. Und runter von diesem Schiff, ja. Da stimme ich dir ganz gut zu. Aber erinnerst du dich noch an dieses Ausschreiben,
Ich erinnere mich daran, dass man für so ein Schiff hier 250.000 Dukaten kriegt. Also das würde ich ihm zuflüstern, nicht, dass der Rest der Mannschaft das hört. Das wissen die wahrscheinlich schon alle, aber trotzdem. Das ist eine Menge Geld. Weißt du, was wir damit machen könnten? Wir könnten damit eine Menge Kanonen kaufen. Oder? Eine Menge Söldner erneuern. Oder wir kaufen ein Haus in Gareth und ziehen uns zurück. Ragnar, wenn ich mich auf einem kleinen Landgut in Thronbrien zur Ruhe setzen wollte, könnte ich das. Ach stimmt, weil du kannst sowas, richtig. Der einfache, normale Mensch kann sowas nicht. Und nachdem wir von Maraskan wiederkamen, hätten das auch alle anderen gekonnt, denn der Baron hat es uns angeboten. Nun, da war ich nicht dabei. Ich bin mir sicher, er wird sich später erkenntlich zeigen, wenn wir lebend in Kunjom ankommen. Oder wo auch immer er dieser Tage ist. Nun. Gut, Myria ist irgendwo hinten in den Vorratskammern. Schaut mal, ob ihr einen Weg zu Everlias nach oben findet. Und Ragnar? Ja? Wenn er allzu angeregt mit dem Schiff oder dem Schwert spricht, sagen wir Bescheid, ja? Er sieht manchmal Dinge, die nicht da sind. Okay. Und Yalan? Schlaf dich aus, klopft ihm einmal auf die Schulter, lächelt dich an. Jetzt bin ich ja da. Wollte ich, aber dann brachst du durch die Decke. Von oben könnt ihr scharrende Geräusche hören, als ob irgendjemand über den Plankenboden kratzt. Euers beschütze uns, ich will nicht wissen, was das ist. Wahrscheinlich die Wesen, die wir gesehen haben. Genau so ist es. Everdire steht immer noch oben im Steuerbaum und schaut nach, nach unten herab. Du hast gesehen, wie Ragnar gemeinsam mit Fiona im Inneren der Arche verschwunden ist. Du hast schnell alles wieder zugesiegelt und dann hast du gesehen, wie die Lederschwingen auf dem Deck landen. Zuerst vorne, dort wo der Chorgeweihte steht, kannst du ihn nicht ganz erkennen von deiner Position aus, weil die Bugbastion davor ist, aber du weißt, wie sie sich jetzt wohl auf ihn stürzen und die vielleicht sogar zerreißen. Sich dann auf dem kompletten Oberdeck umsehen, hier landen und auch nach verborgenen Rillen oder so etwas tasten. Noch ein paar Skelette, die auf diesen Astgabeln hängen, die dann mit nach oben getragen werden. Dieser Schwarm ist unglaublich groß und eine der ersten 7 Plagen. Und während du gerade beim Betrachten dieser Wesen, dieser Chimären, halb menschlich, halb Fledermaus bist und ja, in der Hoffnung, dass sie dich in Ruhe lassen dort und dich nicht angreifen. Bist dir nicht ganz sicher, was das für Wesenheiten sind, ob ihre Loyalität Charybdoth gilt oder ihrem Kapitän oder sonst irgendjemand anderem. Da kannst du sehen, wie Jasper wieder nach oben tritt. Ich will gerade noch die letzten Worte zu Xeleste. Die Toten auf dem Deck. Bringt sie durch das Holz in einen verborgenen Raum im Unterdeck. Die Toten liegen ja aktuell alle hier. Das heißt, wenn sie jetzt das Oberdeck wird sich wieder öffnen und sie platzen alle in das Mannschaftsquartier, das versiegelt worden ist. Ja, die können da ja auch nicht raus, weil es ist immer noch versiegelt und die Mannschafter werden da jetzt nicht so sehr erfreut sein, wenn Wasserleichen von oben nach unten regnen. Aber so wird es geschehen. Das Oberdeck wird wieder versiegelt und dann steht, wie gesagt, Jasper daneben hier. Wir haben noch ein weiteres Problem, was ich euch nur ich möchte es euch an die Hand geben. Selbstverständlich ist euch das Schiff, nun zumindest vermute ich es mittlerweile, leicht von ein leichtes ist zu kontrollieren, nicht wahr? Ihr habt das Schwert und er betrachtet dich und die Hand und den Griff des Schwertes, die Parierstange, rutzelt dann leicht, die Stirn. Was ich euch nur mitgeben möchte, eine einfache Flucht wird uns niemals helfen. Ihr braucht immer mich und meinesgleichen, um euch zu verstecken vor der Plage bringen. Und ich gebe euch jetzt auch die Begründung, denn eine einfache Behauptung so in den Raum zu stellen, das ist natürlich nichts, was man so auf sich beruhen lassen sollte. Ich spreche von den Wurzelzeichen. Das heißt, egal wohin wir fahren, sie werden immer wissen, wenn sie einmal unsere Spur aufgenommen haben, wo wir sind und wo wir hinwollen. Vielleicht nicht, wo wir hinwollen, aber wo wir mal gewesen sind. Aber mit mir
könnten wir natürlich diesen Schneesturm dort vorne etwas ausdehnen, etwas größer machen, Nebelbänke erschaffen und unsere Wurzelzeichen verbergen. Magister Jasper, das ist die Sache mit euch Magiern und Gelehrten. Ihr redet zu viel und ihr tut viel zu wenig. Aber wenn es uns helfen soll... Das letzte Mal, als ich gar nichts getan habe, weil ich nichts tun durfte, wurde ich für mehrere Stunden unten im Bauch der Arche eingesperrt und naja, so stirbt es sich ziemlich ungut. Von daher möchte ich meinen Nutzen für euch etwas hervorheben und euch einen Anreiz schaffen, warum ihr mich nicht nur am Leben lassen solltet, sondern warum ihr mich auch, naja, Oberdeck leben lassen solltet, warum ihr mir meine Räumlichkeiten zurückgebt, die ich mir hier erarbeitet habe. So viele Worte. Aber gut, wenn ihr eure Dienste in Tides Schiff stellen wollt, soll euch das gewährt sein. Aber eure Gemächer, ich weiß nicht, was ihr dort für Sachen lagert, werdet ihr euch teilen müssen mit Magister Brindigian. Ihr könnt auch jederzeit neue Räumlichkeiten erschaffen. Nun... Dann sollt ihr euren eigenen Raum bekommen. Erstmal müssen wir uns aber um die Flucht kümmern. Die Lederschwingen, sie haben uns eingeholt. Sie befinden sich außen am Deck. Ausgezeichnet. Was ist daran denn ausgezeichnet? Ich wollte einfach nur den Segen von euch haben, als aktuellem Kapitän, als Führer dieses Schiffes und... Er ist nicht der Kapitän. Ja, wie dem auch sei, aber ich wollte mir zumindest seine Gunst sichern. Das ist um einiges wichtiger, nicht wahr, Xyleste? Halt dein Maul! Ja, der Magier zeichnet einen kleinen Kreis auf den Bogen, holt ein paar Utensilien heraus und während über dem Zentraldeck in aller Ruhe die Lederschwingen gerade über das Holz kratzen, und ja, ihren Blick dann auch auf diesen Steuerbaum richten, siehst du, wie eine neue Nebelwolke entsteht um euch herum, die leicht größer wird, sich ausdehnt und dann über das Zentraldeck fegt. Blitze zucken aus dieser Wolke hervor und du kannst sehen, wie eine nach dem anderen von Blitzen getroffen wird. Es erinnert dich fast an diese schwarzen blitzförmigen Linien, die jetzt Ragnar auf der Hand hat, die Jalan auf der Hand hat, die Myria auf der Hand hat. Aber nicht schwarz, sondern ganz normal, wie Blitze eben aussehen, und die Lederschwingen fallen gegrillt auf den Boden und bleiben zuckend liegen. Es stinkt widerwärtig nach verbranntem Fleisch. Und aus der Wolke wird dann nach einem weiteren Beschwörungsformel des Magiers eine weiße Wolke, eine Nebelwand, die sich um euch herum legt, um das Schiff. Und dann siehst du den ersten Schnee, der auf euer Deck runterfällt. Gute Arbeit. Nun, du bist doch schon länger hier, ihr seid doch schon länger hier an Deck. Gibt es mit dem versiegelten Rumpf einen Weg nach unten? Nun, wir können selbstverständlich auch die Nutzung der Beine einstellen und ganz normal uns fortbewegen. Also schwimmen. Aber das ist doch echt profan, möchte ich sagen. Nein, was ich meine, der Großteil der... Ich weiß nicht, der Menschen an Bord befinden sich im Bauch des Schiffes. Ich möchte mit Jalan sprechen. Nun, ihr könnt doch sicherlich direkt unter uns, er deutet mal die Treppe nach unten, eine weitere Pforte öffnen. Ich bin mir sowieso nie ganz sicher, warum unser Kapitän, unser ehemaliger Kapitän, das nie durchgesetzt hat. Ich vermute, er ist der Meinung, dass sein Treppenhaus sehr leicht zu entern und zu kapern ist. Hat sich deshalb für eine solche Aufteilung entschieden, aber wenn ihr meint, ihr müsst ein weiteres Treppenhaus einziehen und ihr müsst die Munitionsraum etwas verlagern, also den Munitionsraum und die Waffenkammer verkleinern, dann soll euch das doch gelingen. Ein Treppenhaus direkt unter uns, durch das ihr dann spazieren gehen könnt. Lars schließt kurz die Augen, konzentriert sich auf das Schiff, das Holz, das noch nicht pervertierte Holz und das der Arche, was er formen kann, und schlägt seine Augen wieder auf. Es wird getan. Nun, Magister, bitte geht nach unten und
Schickt Jalan von Schnattermoor zu mir. Also gut. Dankeschön. Ja, wenn der Magier wieder nach oben kommt, berichtet er dir, dass sich wohl alle unten hingelegt haben. Alle sind wohl gerade beim Schlafen, beim Regenerieren. Noch ein paar Wachen, die er an der Treppe vorgefunden hat, zum Oberdeck. Die haben ihm dann auch berichtet, dass sich der Kapitän wohl auch hingelegt hat. Und er möchte ihn jetzt sehr ungern stören. Die Möglichkeit wäre jetzt zumindest, dass ihr regenerieren könnt und du dich hier dann ebenso hinlegen kannst. Oder du würdest halt weiterfahren allein. Ich würde zwei Sachen machen. Das eine ist, die Wasserleichen sind ja jetzt in das Mannschaftsquartier geplumpst. Richtig. Dort werde ich nochmal eine Öffnung erschaffen, sodass sie nochmal einen Deck tiefer fallen, und zwar in diesen kleinen engen Gang hier. Ja. Dann werde ich diesen Gang hier versiegeln, sodass die Leichen hier drinne sind. Und werde diesen Raum mit Wasser fluten. Und Wasser? Dem Wasser dessen, was sich um das Schiff herum befindet. Okay. Aber dann auch wieder versiegeln, sodass dort keine, weiß nicht, Fische oder so reinschwimmen können. Ja, alles klar, hab ich verstanden. Also du machst ein riesiges, großes Aquarium, wobei es dort keine lebende Tiere drin gibt, sondern nur tote Leichen. Tote Leichen ist jetzt natürlich gedoppelt, aber Wasserleichen. Ja. Und dann werde ich im Raum der Steuerfrauen. Ich bin mir nicht sicher, wer die wieder beerdigen soll. Also, das darfst du Fiona nicht aufs Auge drücken, während die als Wasserleichen aufgequollen wieder nach oben kommen. Das wirst wohl du alleine machen. Und im Raum der Steuerfrauen werde ich so etwas wie einen Stuhl, nenn's mal bescheiden, einen Thron erschaffen, auf dem ich mich dann setzen kann. Im Raum der Steuerfrauen? Den hier. Genau. Vielleicht so gegenüber der Treppe, des Treppenaufgangs, dass man da hochkommt. Mit welchem? Mit Blick nach vorne oder noch mit Blick zum Steuerbaum? Oder versetzt? Oder wie hättest du es gern? Kann ich da dann rausgucken? Also je nachdem, wie du ihn jetzt drehst. Okay. Moment, muss gerade ein Token leer. So, hier ist vorne. Okay, dann möchte ich ihn gerne hier hinstellen, sodass ich nach draußen gucken kann. Dann kannst du dich aber nicht mit den anderen beiden Schwestern unterhalten. Zumindest nicht, ohne sie anzugucken. Also ja, ich kann sie nicht genau angucken. Genau, also klar, du kannst dich mit ihnen unterhalten, aber sie nicht sehen. Ja. Sie sind deiner nicht würdig. Genau. Okay, bin ich gespannt, wie du das erklärst. Regeneration für alle. Ich würde auch gerne noch etwas machen. Ja. Und zwar, ich würde gerne suchen, ob ich hier irgendwo meine Sachen finde, die ich verloren habe. Wie unter anderem die Rüstung von Belharion Manning zum Beispiel. Wenn du... Wie viele Lebenspunkte hast du? Du bist ja noch... ziemlich 19. Fit, ne? Ja, genau. Halt du kannst sehen, das sagt dir dann auch Jasper, es gibt wohl ein neues Treppenhaus. Dann ist Myra jetzt verschwunden. Die war wohl hier und hat wohl danach gehämmert und wollte da was formen. Die ist jetzt erstmal weg. Keine Ahnung, wo Myra ist. Danke auch. Und hier, also ich werde das dann nächstes Mal photoshoppen, werde ich ein neues Treppenhaus einziehen, wenn das so bleiben soll. Kannst du nach oben gehen und wenn du ich überlege gerade. Ja, genau, oben im Offizierscasino. Nehmen wir dann das hier. Hier ist das Offizierscasino, also hier ist dann Navigator, hier ist der Geschützmeister untergebracht normalerweise, hier ist ganz viel Kartenmaterial noch. Würde ich mir gerne auch nochmal ansehen, die Kartenmateriale. Ja. Ob das hier so von der Umgebung und so weiter. Ja, genau, also ganz viel blutige See. Also was anderes macht auch keinen Sinn. Auch teilweise ja. Von Mendene bis hoch nach Gyolgomak. Du kannst hier auch, erzähle ich dir später, brauche eine Probe für. Könnte noch was Gutes drin sein. Aber im Offizierscasino, Brindijan ist gerade wieder irgendwo anders hingegangen. Wirst du nicht finden. Im Offizierscasino wirst du finden einen Waffenständer. Da ist dann auch, nicht auf dem Waffenständer, sondern auf dem Rüstungsständer, die Rüstung von Belharion Manning. Sehr schön. Willst du jetzt anziehen? Die bewundere ich nochmal ein wenig. Nee, ich setze nur den Helm auf. Streichelt sie ein bisschen. Und wenn er einen Helm hat, dann würde ich da den Helm aufsetzen. Ansonsten lasse ich sie da erstmal stehen.
Damit die Ja, Leute mir auch glauben, dass ich ein der Marionett Helm ist ein bisschen zu groß für dich, aber du merkst, wenn du bin. ihn runterdrücken möchtest, dass es sowohl auch Widerhaken und Stacheln im Helm gibt, die dann Aua. perfekt in deine Knochenplatten oder sowas reindrücken und dann mit deinem Gehirn kommunizieren können. Nee, Also, das. wenn du ihn runterdrückst und auch Wange oder sowas, Kieferpartien, je nachdem, wie breit du bist oder wenn du halt einen Rucker da bekommst, das Prinzip, was sich Yalan von der Kamoth-Rüstung Ja. abgeguckt hat, das wirst du auch hier im Helm finden. Da nehmen sie dann keine Rücksicht und da wirst du dann definitiv durch Knochenplatten durchstoßen. So, diese Kamoth-Gardisten-Rüstung, nee, die habe ich ja gar nicht gesehen. Die hat ja nur die Yalan angehabt, wenn ich mich richtig Yalan hatte entsinne. die Rüstung an, ich glaube, das war ein Vierer-Rüstungsschutz und die Vierer, von den Zweier, genau. Bluttemplern war sogar ein Siebener-Rüstungsschutz. Ja, Das nee, waren ja richtig kranke Typen. darum geht es mir ja auch gerade gar nicht. Mir geht einfach nur darum, ob die Rüstung hier noch irgendwie mehr Widerhaken hat oder irgendwie an Ja, anderen Stellen noch welche sie hat. ist verziert. Du kannst wohl auch sehen, dass hinten auf der Rückenplatte ist wohl sowas wie ein Zandfell eingearbeitet. Das heißt, er hat wohl einen Zand beschworen, geschlachtet und dann damit eine Rüstung gebaut. Und du kannst noch ein paar andere Hörner erkennen. Die hat da wohl einen Dämon beschworen, einen Gehörnten, hat ihn umgebracht und seine herausgerissenen Hörner dann hier in diese Rüstung eingearbeitet. Also der Mann ist total krank. Aber verschwinden die Dämonen nicht wieder, wenn sie besiegt werden? Ja, normalerweise schon. Geiler Typ. Es gibt da aber auch Möglichkeiten, wie man Dämonen umbringt und sie hier behält. Ah, okay, das wusste ich zum Beispiel nicht. Ja, weiß Ragnar auch nicht, also. Ja, Aber stimmt. also das ist das, was ich hier sagen kann. Also er hat definitiv dämonische Hörner, die ja, die Niederhöllen auf. Also das. Diese Rüstung ist einfach krank. Also als Spieler finde ich es cool, als Ragnar finde ich es abstoßend. und Ragnar würde dann auch, ja, sich nur den Helm aufsetzen, so als kleine Trophäe. Würde ich da auch meine Drachenschuppen finden. Muss ja die Legenden, die ich erlebt habe, auch noch weitererzählen können, dass Ja, dann mir die ist Leute okay. glauben. Ist okay. Kannst Wunderbar. deine Drachenschuppen finden und die. Hast du ja noch keine Rüstung rausgebaut? Auch das Buch, Nee. wie gesagt, wurde einkassiert. Das liegt im Offizierscasino in so einer kleinen Glasvitrine. Kann man da betrachten. Das muss unbedingt Lido Korb wiederkriegen, sonst ist er ziemlich böse auf dich. Aber dazu später. Du kannst dann auf alle Fälle auch regenerieren. Wunderbar. Gut. Dann für einmal alle. Fiona liegt in alanfanischer Seide, Regeneration plus 1. Wo liegt Yalan? Jetzt gerade mit dem Kopf auf dem Messen, auf dem Tisch in der Messe. Regeneration minus 1. Lass mal Konsti, dann sehen wir weiter. Gut, Dreck. 6 Stunden später oder 8, wir wissen es nicht so genau, aber es ist immer noch der Anfangstag. Immer noch der gleiche Tag, an dem ihr die Legion von Yakmonit oder den Legionär von Yakmonit besiegt habt. Immer noch der gleiche Tag, an dem ihr die Arche dann eroberthabt.